Hallo meine Lieben, mit mir geht nun die Kürbiswoche zu Ende. 6 tolle Kanäle haben euch schon ihre Kürbisrezepte präsentiert. Die Links der jeweiligen Kanäle, die findet ihr unten in der Beschreibung. Bei mir gibt es heute Kürbiskekse. Dafür brauchen wir ein Hokkaido-Kürbis, der ist nicht so wässrig. Dann brauchen wir 220 Gramm Dinkelmehl, ich habe hier einmal Typ 1050, 80 Gramm braunen Rohrzucker, 2 Teelöffel Backpulver, dann an Gewürzen habe ich hier eine Messerspitze Muskat, eine Messerspitze Zimt, 2 Messerspitzen Safran und Salz. Des Weiteren brauchen wir ein Ei, Vanillezucker, 2 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Margarine oder Butter. Dann fangen wir mal an. Den Kürbis, den halbiere ich jetzt. Und hülle den Kürbis aus. Übrigens, die Kürbiskerne, die könnt ihr trocknen und nächstes Jahr im Garten einpflanzen. Schön abwaschen, damit keine Keime oder was dran sind, trocknen und für nächstes Jahr aufheben. Wenn der Kürbis ausgehöhlt ist, kommt er bei 175 Grad für ungefähr 20 Minuten in den Backofen, da kann er dann garen. So kommt der Hokkaido-Kürbis jetzt in den Backofen. Der Hokkaido-Kürbis, der ist jetzt gar. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, diesen kann man mit Schale benutzen. Die ist essbar. Jetzt, der ist noch sehr heiß. Jetzt schneide ich mir den in kleine Stückchen. Dann gebe ich den in meinen Püriertopf. Ich nehme noch etwas mehr von dem Kürbis. Ich mag das ganz gerne. Aus dem Rest mache ich mir ein schönes, leckeres Süppchen. Und jetzt alles pürieren. Jetzt kommen alle Zutaten in die Rührschüssel. Mehl und Backpulver sind schon drin. Dann kommt noch der Vanillezucker hinzu, der braune Rohrzucker und die ganzen Gewürze. Alles einmal schön vermengen. Dann kommt das Kürbispüree hinzu. Das Ei und die warme Butter. Alles zu einem schönen Teig verkneten. Man sollte auch mal den Strom einstecken. Jetzt nur noch 50 Gramm Zartbitterschokolade klein hacken. Klein gehackten Schokostückchen zu dem Teig geben. Und alles mit einem Löffel unterheben.
Das ist wirklich kein großer Arbeitsaufwand, Kürbiskeksteig herzustellen. So, dann geht es jetzt auf dem Backblech weiter. Das Backblech mit Backpapier auslegen und dann kleine Häufchen mit dem Teig auf das Backblech geben. Und bitte genügend Abstand zwischen den Plätzchen halten. Einige Leute werden sich wieder beschweren, weil ich wieder meine Finger nehme. Man könnte das ja auch natürlich mit zwei Löffeln machen. Aber wofür hat uns der Gott die Finger gegeben? Das Blech ist voll und jetzt gebe ich die Kekse bei 160 Grad für 10 bis 12 Minuten in den Backofen und lasse goldgelb backen. Aus der Teigmenge habe ich jetzt 36 schöne große Cookies bekommen. Ich zeige euch mal ein. Die sind außen wirklich schön kross und innen, das seht ihr schon, butterweich und sehr lecker. Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Sonntag. Genießt euren freien Tag und wir sehen uns vielleicht nächsten Sonntag bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.